Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der vierte Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Nun sind wir auch schon tatsächlich beim vierten Part dieses Let's Plays angelangt. Und im letzten Part ist etwas sehr Spannendes passiert. Und zwar hat sich unsere liebe Jana das erste Mal in einen Werwolf verwandelt. Außerdem haben wir ein Stipendium bekommen. Das heißt, wir konnten uns endlich für die Uni bewerben. Und zudem haben wir uns besser mit Rory und Lou angefreundet. Und jetzt müssen wir noch ein paar Aufträge erledigen. Und dann können wir endlich den Wildfangs beitreten. Aber dann starten wir am besten gleich in diesen Part hinein. Und hier sind wir wieder. Hier haben wir unsere wunderschöne Jana in ihrem absolut coolsten Outfit. Also ich liebe einfach alles daran. Und mir ist gerade aufgefallen, sie hat hier jetzt ein neues Merkmal. Und zwar hat sie Nachtwolf. Nachtwölfe schlafen am liebsten tagsüber und bauen Wut auf, wenn sie davon abgehalten werden, in der Nacht aktiv zu sein. Okay, also das bedeutet, ab jetzt sollte sie am besten immer am Tag schlafen und dann werden wir eben alle Sachen in der Nacht erledigen. Das könnte ein wenig problematisch werden, wenn sie an der Uni angenommen wird, aber das sehen wir dann ohnehin. Gut, bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, werde ich unseren lieben Howie umbenennen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich ihn jetzt wirklich umbenenne, weil jetzt ist er ja schon einige Parts bei uns. Aber ich habe so coole Namensvorschläge bekommen und deshalb werden wir das jetzt schnell erledigen. Und deshalb gehen wir jetzt einmal in den Create a Sim. Und dann gehen wir zu Howie, der eben nicht mehr lange Howie heißen wird. Und zwar heißt er ab jetzt Yoru. Diesen Namen hat mir die liebe Anna vorgeschlagen. Und Yoru bedeutet Nacht, also passt perfekt zu unserem Werwolf-Let's Play. Und ich finde, es passt auch perfekt zu diesem kleinen zuckersüßen Hund. Und ja, das ist ab jetzt unser kleiner Yoru. Also, wenn ihr es ganz blöd findet, kann ich ihn natürlich wieder umbenennen. Aber ich finde, der Name passt ganz gut zu ihm. Und deshalb ist das jetzt unser Yoru. Gut, was haben wir jetzt in diesem Part vor? Auf jeden Fall möchte ich die Werwolf-Bücher lesen. Weil hier bei ihrem Bestreben haben wir hier nur mehr die eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar, dass sie eben die Werwolf-Bücher liest. Und zwar 3 Stück. Und das möchte ich auf jeden Fall machen. Und dann möchte ich mich noch einmal mit Rory treffen und genauer ansehen, was für Aufgaben wir haben. Und außerdem hoffe ich, dass wir in diesem Part von der Uni Bescheid bekommen. Also, ob wir eben angenommen wurden oder nicht. Wegen der Werwolf-Bücher habe ich den Tipp bekommen, dass man diese erschnüffeln kann. Und das werde ich jetzt hier einfach mal probieren. Und werde jetzt hier einmal schnüffeln. Schauen wir, ob das irgendetwas macht. Okay, Iana schnüffelt jetzt hier. Hier ist jetzt irgendein komischer Rauch. Und wenn wir hier jetzt im Boden wühlen, vielleicht entdecken wir etwas. Ach genau, und Iana muss unbedingt einmal wieder Sport machen. Sie ist ja ein sehr aktiver Sim. Und irgendwie haben wir uns bisher kaum bewegt. Vielleicht sollte sie heute auch ein wenig trainieren gehen. Vielleicht kann sie das mit Rory oder Lou machen. Also ich glaube, Werwölfe sind generell sehr sportlich. Vielleicht war das jetzt ein Vorurteil. Keine Ahnung, ob man Werwölfen gegenüber Vorurteile haben kann. Iana hat beim Wühlen etwas gefunden. Ein Mondwächter-Topfscherbe. Mondwächter-Topfscherbe lernen. Seltenheit gewöhnlich. Auf diesem Relikt befinden sich seltsame Symbole. Nur Werwölfe, denen eine lunare Erleuchtung widerfahren ist, können die Botschaft entschlüsseln. Okay, na dann werde ich das auf jeden Fall aufbehalten, bis wir eben die lunare Erleuchtung haben. Und dann können wir das lesen und in der Zwischenzeit werde ich jetzt hier einfach überall schnüffeln. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch einige andere coole Dinge. Und hoffentlich eben auch die Werwolf-Bücher. Oh, hier ist ein Hund. Wer bist denn du? Samson Streuner. Im Brindleton Bay habe ich stundenlang keinen Streuner gefunden. Und jetzt läuft dieser zuckersüße Hund direkt vor unserem Haus vorbei. Ist das ein Zeichen? Ich bin so kurz davor, diesen Hund zu adoptieren, aber nein. Oh, ich glaube, der kleine Yoru möchte uns helfen. Das wird sehr ungewohnt, dass wir jetzt zu Howie immer Yoru sagen, aber ich hoffe, ich werde mich daran gewöhnen. Zuerst sollst du das hier aber ausgraben und dann kannst du das hier ausgraben. Okay, irgendwie schafft sie es nicht, 2 Sachen gleichzeitig zu machen. Immer eines nach dem anderen. Oh, und jetzt haben wir gefunden, einmal Geschichte von Moonwood Mill. Also haben wir jetzt endlich ein Werwolfbuch gefunden. Oh, das sieht gut aus. Geschichte von Moonwood Mill. Obgleich nur wenige Sims von der Kleinstadt Moonwood Mill gehört haben, wird dieses Buch weltweit als wichtigste Informationsquelle zu diesem Thema betrachtet.
Nörgler argumentieren, dass diese Geschichtsaufzeichnungen nicht hundertprozentig korrekt seien, doch diese Personen betrachten auch Flüche, einen okkulten Konflikt und andere magische Elemente als den Ursprung von Moonwood Mill. Okay, sehr cool. Dann werden wir hier jetzt noch schnell im Boden wühlen und dann können wir das Buch schon lesen. Und Iana, was findest du jetzt hier? Noch einmal Geschichte von Moonwood Mill. Okay, einmal hätte uns tatsächlich gereicht, aber dann können wir das zweite dann ja verkaufen. Gut, wir werden uns die Geschichte gleich näher anschauen, aber vorher werden wir das Haus noch ein wenig auf Vordermann bringen. Gut, hier sitzt jetzt unsere Iana und blättert in dem spannenden Buch. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir etwas Neues erfahren. Irgendwie ist sie einfach schon wieder wütend. Anhaltende Wut, weil wütend gemacht wurde. Iana ist immer noch wütend, aber aktuell ist es nur genereller Frust wegen allem. Wow, Iana ist so ein glücklicher Sim. Mit der Eröffnung der Fabrikanten und der Mühle blühte Moonwood Mill auf. Viele Sims aus San Myshuno strebten in die abgelegene Gegend, um der Hektik der Großstadt zu entfliehen. Die weitläufige Wildnis rund um das Stadtzentrum versprach ein leichteres Leben im Einklang mit der Natur. Dann haben wir noch erfahren, Moonwood Mill war viele Jahre lang als die größte Holzfällerstadt der Welt bekannt. Dort fand auch der weltgrößte jährliche Holzfällerwettbewerb statt. Preise wurden in den folgenden Kategorien vergeben: schönstes Karohemd, dichtester Bart, Sirup ziehen und Baumfeldrufen. Wow. Okay. Kein Kommentar dazu. Aber gut, schauen wir, was wir noch erfahren. Zumindest ist jetzt schon bei der Hälfte. Und Yoru möchte auch irgendetwas von uns. Nein, du kannst Yoru jetzt leider nicht streicheln. Du musst weiter im Buch lesen. Wer bist denn du? Jason Hemming. Okay, auf einmal steht ihr Vater vor der Tür. Iana, versteck dich. Schnell. Vielleicht hat er uns ja nicht gesehen. Sie wünscht sich, mit ihm herumzualbern. Okay, ich glaube, wir können ihn nicht ignorieren. Wir müssen jetzt ganz kurz mit ihm reden. Aber wir werden schauen, dass wir ihn so schnell wie möglich wieder vertreiben. Gut, dann werden wir jetzt einmal von Fitness schwärmen und werden einfach sagen, seit wir hier leben, können wir so viel Sport machen und das macht uns so glücklich. Aber dann kann er eigentlich auch schon wieder gehen. Ich werde jetzt mal schnell die Tür absperren. Nicht, dass er da jetzt hineingeht. Also wir versperren für jeden außer Familienmitglieder, dass eben nur sie und Yoru hineinkommen. Dann werden wir ihn vielleicht aber zurechtweisen und einfach sagen, dass wir absolut nicht wollen, dass er unangekündigt vorbeikommt. Oh, sie streiten sich schon jetzt. Okay. Also die beiden verstehen sich anscheinend gar nicht gut. Puh, das war böser als gedacht. Und dann werden wir ihn auch nach Hause schicken. Weil wie gesagt, Iana schämt sich sehr dafür, was sie jetzt ist und wie es ihr jetzt geht. Und das möchte sie eben von ihren Eltern geheim halten. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wer ist denn jetzt schon wieder da? Simeon Silverswater. Okay, nein. Wir kennen dich nicht. Bleib, wo du bist. Das interessiert uns eigentlich nicht. Wir müssen jetzt unseren Hund füttern und dann werden wir einmal die Probleme von der Seele reden. Weil ich glaube, genauso ist die Beziehung zwischen den beiden, dass er einfach sowas wie ihr bester Freund ist und sie mit ihm einfach über alles reden kann. Dann werden wir ihn einmal streicheln und dann werden wir ihm ein Leckerchen geben und ihn dann auch noch einmal loben, einfach weil er ihr ein und alles ist. Und dann wirst du aber das Buch zu Ende lesen. Okay, wobei sie hat das jetzt schon erfüllt. Also sie hat schon ein von drei Werwolf-Büchern gelesen. Obwohl ich irgendwie glaube, sie hat nur die Hälfte davon gelesen. Aber egal, probieren wir einfach mal, ob wir hier etwas Neues erfahren. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir machen uns bald auf den Weg zum Bunker. Wieso ist dieser Mann noch immer da? Checkt er nicht, dass wir uns nicht mit ihm abgeben möchten? Was ist mit dir? Naja, okay, dann bleibt er halt da. Ich finde es irgendwie cool, dass Iana sich immer hier draußen hinsitzt und liest. Also ich finde, das passt total gut, dass das so ihr Leseplatz ist. Gut, was haben wir jetzt erfahren? Ganze Passagen des Textes scheinen in einer geheimen Sprache geschrieben zu sein. Das Einzige, was Iana erkennen kann, sind ein paar Symbole, die aussehen wie der Mond. Okay, vielleicht hat auch das wieder mit dieser lunaren Erleuchtung zu tun. Genau, das ist eben die lunare Erleuchtung. Lies die alten Werwolf-Schriften. Eureka, Iana kennt jetzt die vergessenen Geheimnisse des Mondes. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Geschichte und Natur der Werwölfe zu verstehen und das Heilmittel gegen Lykanthropie zu finden. Wird freigeschaltet durch Lesen von werwolfbezogener Literatur. Okay, also anscheinend gibt es insgesamt drei Bücher. Eines haben wir jetzt fertig gelesen und dann müssen wir eben noch die zwei anderen finden. Und sie möchte jetzt ja nachtaktiv sein, deswegen können wir ja hier nochmal versuchen zu schnüffeln. Vielleicht entdecken wir gleich noch ein Buch. Oh, hier ist ein Werwolf. Wer bist denn du?
Greg? Wait. Im Ladebildschirm steht manchmal Hüte dich vor Greg. Wer ist Greg? Können wir mit ihm interagieren? Okay, nicht wirklich. Versuchen zu kommunizieren. Komm, Iana, brich alles ab, was du gerade tust. Wir verfolgen jetzt Greg. Hoffentlich möchte er nicht mit uns kämpfen. Ich glaube, wir sind gerade sehr unterlegen. Oh, das ist voll der süße Spot. Das ist voll cool da. Da bin ich gern. Er mag uns nicht. Können wir noch was machen? Hilfe, da ist Greg schreien. Ich check's nicht ganz. Was hat das mit diesem Greg auf sich? Okay, dann machen wir mal Hilfe, da ist Greg schreien. Sie möchte weglaufen. Jana, eigentlich wollte ich, dass du dich mit ihm anfreundest. Wer ist das? Okay, versuchen wir einfach nochmal zu kommunizieren. Eigentlich, Iana, solltest du dich voll gut mit ihm verstehen. Du bist auch so ein wütender Werwolf die ganze Zeit. Oh, und Yoru kommt zu uns und will uns helfen. Ich glaube, er möchte uns beschützen. Wie schnell ist das jetzt eskaliert? What? Oh mein Gott, wie cool ist das? Ich bin so beeindruckt. Gebt euch diesen Werwolfkampf. Das ist die coolste Interaktion, die ich jemals in Sims gesehen habe. Oh, und Joro möchte uns helfen. Attackiert er ihn jetzt? Okay, nein. Jana und Greg verabscheuen sich jetzt. Nein, nicht verabscheuen. Und Greg ist gemein und Jana ist jetzt ganz wütend und läuft weg. Was ist jetzt alles passiert? Jana ist aufgebracht. Randale, wegen exzessiver Wut. Die Wut von Jana wurde entfesselt. Okay, das habe ich verstanden. Ich muss überwintern. Hä? Okay, sie möchte schlafen. Gregs Geschenk wegen Kampf mit Greg. Jana fühlt sich physisch verwüstet, nachdem sie von Greg gebissen wurde. Okay, Windel weich geprügelt, müde, unausgewogene Ernährung. Okay, also ihr geht es einfach dreckig. Greg hat sie anscheinend gebissen, aber sie kann ja ohnehin nicht zum Werwolf werden, weil sie ist ja schon ein Werwolf. Haben wir denn Greg? Hier, er ist ein Apex und er ist gemein. Ich möchte eigentlich mit ihm reden. Okay, wir können ja nicht mehr mit ihm interagieren. Das war eine blöde Idee. Jetzt können wir nämlich wieder warten, bis Iana sich beruhigt hat. Aber Iana ist sehr, sehr müde, also dann werden wir jetzt zum Bunker gehen und dort wieder die Nacht verbringen. Vielleicht ist ja noch jemand anders da und Yoru nehmen wir natürlich wieder mit. Und hier sind wir. Da war gerade Minus. Ich habe keine Ahnung, wen sie schon wieder nicht mag, aber okay. Wer ist heute denn die Barkeeperin? Alessia Bauer. Oh, die sieht voll lieb aus. Okay, wir können genau gar nichts machen. Eine Werwolf-Rauferei? Also ist sie auch ein Werwolf? Nein, Iana, eigentlich möchte ich, dass du einfach nur auf die Toilette gehst und schlafen gehst. Okay, sie kann nur Dinge zertrümmern. Nein, wieso musst du immer Dinge zertrümmern? Nein. Ach, Iana. Wieso musst du der anstrengendste Werwolf der Welt sein? Dann warten wir ab und sehen Iana dabei zu, wie sie Blödsinn macht. Und sie läuft wieder einmal durch die ganze Welt. Vermutlich läuft sie wieder auf diesen Berg. Yoru kennt sich wahrscheinlich gar nicht mehr aus und hat keine Ahnung, was mit ihr los ist. Ah, okay, sehr gut. Sie hat sich wieder zurückverwandelt. Sie hat sehr viel Hunger und auch ansonsten fühlt sie sich wütend. Aber hier haben wir jetzt Pilze und hier können wir im Boden wühlen. Dann werden wir das jetzt beide schnell machen. Dann muss sie auch dringend etwas essen und schlafen gehen. Das können wir dann beides zum Glück im Bunker erledigen. Was haben wir wieder bekommen? Insider-Leitfaden über das Leben als Werwolf. Also noch ein Buch. Sehr gut. Wir werden hier unten schnell eine Kleinigkeit essen. Dann werden wir schlafen gehen. Und dann werden wir hier am nächsten Morgen das Buch lesen, einfach damit wir endlich das Bestreben erfüllen können. Und zwar essen wir einfach ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich und dann kann sie endlich ins Bett gehen. Um 5 Uhr früh. Aber eigentlich passt das eh ganz gut, weil sie möchte jetzt ja in der Nacht wach sein und am Tag schlafen. Sie ist schon wieder total wütend. Sie verwandelt sich einfach schon wieder. Iana, du musst wirklich deine Wut unter Kontrolle bekommen. Ja, sie ist noch immer so wütend wegen diesem blöden Greg. Aber gut. Ich probiere jetzt einfach nochmal, die Kontrolle zurückzubekommen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Okay, nein, wir haben es nicht geschafft. Jetzt will sie wildfremde Leute anknurren. Sag mal, sind eure Werwölfe auch so? Wie anstrengend kann man sein? Sie macht sich so echt keine Freunde. Und das ist einfach ihr Vater. Sie knurrt gerade ihren
eigenen Vater an, also sie macht die grausame Einschüchterung. Okay, jetzt brauche ich eure Meinung. Was glaubt ihr? Wusste Jason, dass das seine Tochter ist? Oder wusste er es nicht? Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das entscheidet sehr viel, wie die Storyline mit ihm weitergeht. Aber ja, was meint ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Sie ist jetzt gerade auf Stufe 3 aufgestiegen und zwar ist sie jetzt ein Primus-Werwolf. Das Werwolf-Leben wird jeden Tag leichter. Iana besitzt einen neuen Charakterzug, der bestimmt, wie sie durch die Welt geht und was ihre Wut zum Überlaufen bringt. Denke daran, dir auch ihre neuen Fähigkeiten anzusehen. Und zwar hat sie jetzt übermütig. Etwas ist in diesem Sim erwacht. Übermütige Werwölfe können ganz schön gereizt reagieren, wenn die Bestie an ihnen nach Gesellschaft sucht. Wenn sie sich kokett fühlen, steigt ihre Wut. Okay, das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ich versuche gleich nochmal die Kontrolle zurückzuerlangen. Vielleicht klappt es ja diesmal und dann sehen wir uns gleich die neuen Fähigkeiten an. Nein, es klappt nicht. Alles klar. Ich brauche Liebe wegen Werwolf naturell. Okay. Gut, sehen wir uns am besten mal die neuen Fähigkeiten an. Was haben wir hier? Und zwar haben wir einmal Mondsegen. Dehne die Vorteile des Mondzyklus aus. Der Mond nimmt täglich Einfluss auf das Lerntempo, die Schlafqualität und die sozialen Interaktionen der Werwölfe. Mit dem Mondsegen kannst du dafür sorgen, dass Iana den ganzen Tag die Gaben des Mondes empfängt. Dann haben wir noch Nachtsicht. Deine Erkundungstouren in den unterirdischen Tunneln von Moonwood Mill können manchmal in einer dunklen Sackgasse enden. Mit dieser Fähigkeit kann Iana Dinge sehen, die ihr ansonsten vielleicht entgangen wären, und die nächtliche Jagd nimmt weniger Zeit in Anspruch. Okay, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Dann haben wir noch natürliche Heilung. Erhole dich schneller von deinen Verletzungen. Iana fühlt sich bereits alles andere als normal, aber mit ein bisschen Anstrengung und Konzentration kann das Werwolfsblut, das in ihrem Körper fließt, genutzt werden, um sich viel schneller von Kämpfen, Verletzungen und Krankheiten zu erholen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, außer wir treffen wieder auf Greg. Dann haben wir noch Rudelheulen. Ja, das brauchen wir auch nicht wirklich. Fluchträgerin, verwandle andere Sims in Werwölfe, indem du sie unter dem Einfluss des Fluches beißt. Fluchträgerin, suche andere Sims und mache ihnen dies zum Geschenk. Suche den Mond und bade in seinem Licht. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also grundsätzlich besagen die Regeln ja, dass sie einen Werwolf heiratet. Also sie muss ja viele Werwolfkinder bekommen. Aber in Wirklichkeit, wenn wir diese Fähigkeit freischalten, dann kann sie auch einen normalen Sim heiraten und den können wir dann in einen Werwolf verwandeln. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach gleich mal diese Fähigkeit aktivieren. Wer weiß, wen wir noch kennenlernen. Und dann haben wir einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Gut, Iana, wann möchtest du dich eigentlich zurückverwandeln? Endlich hat sie sich zurückverwandelt und jetzt fühlt sie sich benommen. Was ist das für ein Gestank? Weil jemand mit einem sehr besonderen Geruch gerochen hat. Etwas riecht komisch. Schlimmste Kopfschmerzen ever, weil sie sich von einer Werwolfhüterei erholt hat. Aber auf jeden Fall muss sie jetzt dringend schlafen, denn wir haben noch sehr viel zu tun. Iana ist noch am Schlafen und gerade haben wir die Benachrichtigung bekommen, dass Yoru älter geworden ist. Und zwar ist er tatsächlich schon ein erwachsener Hund. Wie schnell ist das bitte gegangen? Er kann jetzt schwimmen, Treppen hochgehen, spazieren gehen und Tricks lernen. Wenn er nicht kastriert ist, kann er sich mit anderen Hunden paaren. Ich glaube, wir werden ihn nicht kastrieren. Vielleicht möchten wir in Zukunft ja noch ein paar Welpen. Ich meine, klar, dafür brauchen wir erst noch einen weiblichen Hund. Aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, Iana hätte gern noch mehr Hunde. Oh mein Gott, er ist so groß. Aber er ist so schön. Er ist so ein schöner Hund. Und er hat schon Freundschaften geschlossen. Wer bist denn du? Felix Brown hat sehr coole Haare. Und du bist Karina. Okay, ja, eigentlich, Iana, könntest du dich auch mal wieder mit Leuten unterhalten. Du hast sehr viel Zeit jetzt als Werwolf verbracht und eigentlich nur alle genervt. Aber dann werde ich mal bei Felix vorstellen. Und zwar werden wir uns lustig bei ihm vorstellen und bei Karina werden wir uns einmal freundlich vorstellen. Und dann könnten wir eigentlich mal wieder im Müll wühlen, nach Einrichtung wühlen, weil mir ist gerade aufgefallen, wir müssten Yoru sicher bald baden, also Hunde stinken ja gern und wir haben nirgends eine Badewanne, also bräuchten wir zumindest zu Hause eine. Gemälde mit Geschichte, okay. Dann haben wir 8 Simoleons bekommen. Oh, er möchte spielen. Ja, wir spielen gleich mit dir. Wir müssen nur noch ein bisschen im Müll tauchen. Wir haben einen Esstisch gefunden. Nochmal 5 Simoleons. Okay, und einen Fisch. Alles klar. Gut, dann werden wir Yoru jetzt einfach mal wecken, weil er wollte ja immerhin Zeit mit uns verbringen.
und werden mit ihm ein wenig spielen. Okay, zuerst werden wir ihn einmal streicheln und dann werden wir einmal mit ihm spielen und dann werden wir ihn einmal loben. Einfach, weil er ein unglaublich toller Hund ist und er wirklich unglaublich brav ist. Also er ist wirklich der praktischste Hund auf der ganzen Welt. Er bleibt die ganze Zeit in unserer Nähe. Er ist so unglaublich süß. Und ja, ich liebe ihn einfach. Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und irgendwer stinkt? Wer stinkt denn? Keine Ahnung. Sie ist schon wieder wütend. Blutsaugende Idioten. Caleb ist schon wieder da. Was macht Caleb immer hier? Können wir uns irgendwie mit ihm streiten? Also jetzt wirklich streiten, streiten. Ich möchte mich gerne mit ihm prügeln. Wir werden jetzt einmal sein Gesicht beleidigen und sagen, du hast so ein komisches Gesicht. Und dann machen wir einen übernatürlichen Kampf. Darauf bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie die sich prügeln werden. Okay, genug mit Yoru gespielt. Er versteht ganz sicher, dass wir uns jetzt mit diesem Vampir prügeln müssen. Okay, sie streiten schon mal. Caleb und Iana verabscheuen sich jetzt. Nein, nicht schon wieder. Iana verwandelt sich schon wieder. Erst zum dritten Mal in diesem Part. Wow. Ah, okay, sie muss sich verwandeln für den übernatürlichen Kampf. Glaube ich zumindest. Das sehen wir uns jetzt genauer an. Wow! Ich nehme alles zurück. Das ist die coolste Interaktion. Und wir haben gewonnen. Wir haben diesen dreckigen Vampir fertig gemacht. Und was macht sie jetzt? Sie will schon wieder Dinge zertrümmern. Iana, es reicht. Jetzt kannst du die Kontrolle zurückerlangen. Wir haben uns mit dem blutsaugenden Idioten geprügelt und du hast gewonnen. Und ja, okay. Nein, wir schaffen es leider nicht. Und Iana ist wieder da. Bei wem habt ihr da eigentlich immer Minusbeziehung? Das verstehe ich nicht ganz. Nein, du bestellst jetzt kein Getränk. Oh, ist das Rory? Ich finde, Rory ist so ein schöner Sieben. Okay, dann werden wir uns mit Rory noch ein wenig anfreunden. Und zwar werden wir ihr eine fesselnde Geschichte erzählen. Und ihr einfach erzählen, wie unsere Verwandlungen bisher waren. Und dann werden wir uns auch ein wenig darüber beschweren. Einfach, weil es ihr damit ja noch nicht so gut geht. Dann werden wir sie loben dafür, wie sie sich für die Wildfangs einsetzt. Sie ist nämlich auch so unglaublich muskulös. Vielleicht sollten wir gemeinsam mit ihr Sport machen. Sie ist so cool. Und dann werden wir ihr einen Insiderwitz erzählen. Was wünscht sie sich? Sich selbst im Spiegel bewundern. Oh, auf einmal ist sie so selbstsicher. Gewinnerwolf. Ah, okay, weil sie gegen Caleb gewonnen hat. Alles klar. Jetzt haben wir auch Charisma-Fähigkeit 2. Dann können wir ihr gleich mal den Tag verschönern. Was brauchen wir eigentlich nochmal, damit wir den Wildfangs beitreten können? Aber wir können mal Wühlen vorführen. Ungewöhnlich. Ah, das können wir sogar geben. Ja gut, dann geben wir ihr dann auch gleich die Statue. Also, dann können wir hier jetzt bei Rudel anschließen, ihr auch das ungewöhnliche Objekt geben, und zwar die Statue des wölfischen Begleiters. Gut, schauen wir mal, ob Rory uns mag. Also, ich mag Rory sehr und ich liebe ihre Haare. Irgendwie erinnert mich die Frisur ein bisschen an Miley Cyrus. Also, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ein bisschen. Und jetzt zeigen wir ihr, hey, wir können im Boden graben. Du solltest uns aufnehmen, wir sind so super cool. Iana muss noch eine Prüfung bestehen. Ah, okay. Also eigentlich müssten wir dann nur noch ein paar Bücher lesen. Dann hätten wir nämlich diese lunare Erleuchtung. Und dann können wir uns eigentlich schon den Wildfangs anschließen. Aber unterhalten wir uns noch ein wenig mit ihr. Ich werde jetzt einmal die Bewunderung ausdrücken. Dann werden wir uns einmal über Vampire beschweren. Und werden noch einmal unsere Bewunderung für sie ausdrücken, weil sie einfach ein unglaublich cooler Werwolf ist. Und was könnten wir noch? Dann machen wir ein Kompliment über ihr Outfit. Ich finde ihr Outfit wirklich cool. Sie hat auch die gleiche Bissspur wie wir. Also wir haben die ja auch. Irgendwie mag sie uns nicht. Also sie mag sich, wenn wir sie bewundern. Sie haben die minus Herz. Wollte Iana sie gerade anflirten? Iana, was machst du? Und warum wollte sie nicht mit uns flirten? Das ist die viel bessere Frage. Aber gut, anscheinend läuft es zwischen den beiden nicht so gut. Deshalb werden wir jetzt einfach mal dieses Buch lesen. Es wirkt nämlich irgendwie so, als hätte Iana gerne eine etwas intensivere Beziehung mit Rory. Wusste ich auch nicht, aber scheint so zu sein. Ja, da geht Rory jetzt dahin. Ein bisschen traurig bin ich schon. Weil Iana hat sie anscheinend gern und sie uns aber nicht. Keinen Feuertanz machen, du sollst das Buch lesen. Iana raubt mir meine Nerven, ich sag's euch. Wir haben das Werwolf-Bestreben abgeschlossen, also zumindest den ersten Teil. Und jetzt können wir ein neues Bestreben wählen.
Iana hat ihre Werwolf-Initiierung abgeschlossen. Es wird Zeit für sie, das nächste Kapitel ihres Abenteuers als Werwölfin aufzuschlagen. Welche Möglichkeiten hält ihre Zukunft bereit? Abgesandte der Kommune. Schließe dich der würdevollen, freundlich gesinnten Moonwood-Kommune an. Wildfang-Rebellin. Schließe dich den Wildfangs an und zeige der Welt, wer der Boss ist. Oder einsame Wölfin. Werde die stärkste, furchterregendste Werwölfin und schlage dich alleine durch. Oder Heilsucherin. Und dort muss man dann eben das Heilmittel suchen, um dein Leben als normaler Sim fortzusetzen. Teil der Regeln ist es ja, dass wir entweder das mit der Kommune nehmen oder das mit der Wildfang-Rebellin. Und ich glaube, es ist ziemlich klar, wir gehen zu den Wildfangs, weil immerhin sind Lou und Rory sowas wie unsere besten Freunde. Auch wenn Iana von Rory gerne mehr würde und ich nicht weiß, wie wir hier weiter vorgehen sollen. Also schreibt mir am besten in die Kommentare, was da gerade war und wie ich weiter vorgehen könnte. Aber ich habe auch gelesen, dass ein paar von euch es nicht ganz cool finden, wenn wir zu den Wildfangs gehen, weil die eben wirklich nur rebellieren. Aber ihr müsst dran denken, Iana muss ja sowieso die Anführerin des Rudels werden. Und deshalb kann sie ja dann auch ein wenig für Ordnung sorgen. Und deswegen nehmen wir hier jetzt die Wildfang-Rebellen. Iana ist ihr Ruf völlig schnuppe, sie hat beschlossen, sich den Wildfangs anzuschließen. Genau, das haben wir beschlossen. Und zwar müssen wir uns den Wildfangs anschließen, Sims in Werwölfe verwandeln, Werwolf-Weltherrschaft und Alpha bei den Wildfangs werben. Was ist Werwolf-Weltherrschaft? Es wird Zeit für Iana nach draußen zu gehen und der Welt zu zeigen, wer der Boss ist. Versuche die Fähigkeit, Territorium markieren zu erhalten und nutze sie. Iana kann außerdem mit Werwolf-Freunden sparren und versuchen, Greg zu provozieren. Ah, okay, also sollen wir einfach zeigen, wir sind eine Werwölfin und wir sind stolz drauf. Und das mit den Sims in Werwölfe verwandeln, finde ich ziemlich cool. Weil das heißt, wir können uns ja wirklich einen Sim suchen, der eben noch kein Werwolf ist und dann mit dem unsere Werwolf-Legacy sozusagen aufbauen. Aber okay, dann werde ich den Part jetzt an dieser Stelle auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ja, was gibt es zu diesem Part noch zu sagen? Ich freue mich, dass wir zumindest wenigstens ein bisschen was erreicht haben und ich hoffe für die Zukunft wirklich, dass Iana nicht mehr so wütend wird und sich nicht mehr ganz so oft in einen unkontrollierbaren Werwolf verwandelt, weil das finde ich ein wenig anstrengend. Aber gut, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!